Wir sind heute im Bayraf-Richards-Museum und betrachten einen toten Torero. Irgendwie merken wir hier in der Gruppe, dass wir da nicht richtig einsteigen in dieses Bild. Wir sagen zwar, das ist ein Toter, aber irgendwie soll er nicht tot sein, soll doch wieder aufstehen, soll doch aufwachen. Er hat sowas Puppenartiges und außerdem reden wir die ganze Zeit darüber, wie sinnlos es doch ist, so zu sterben und was denn der Quatsch eigentlich soll. Das könnten wir gar nicht nachvollziehen, dass jemand dann morgens aufsteht und einen großen Tag vor sich hat und etwas erleben wird, was ihn entweder dann zum Helden macht oder was ihn aber auch umbringen kann. Und so nach und nach kommen so Einfälle, was das denn so mit uns zu tun haben könnte. Aber das Heldentum ist bei uns gar nicht ein großes Thema, bei uns Friedenskindern, Enkeln, Großenkeln. Von einem, der auszog zum Morden, selbst ermordet wurde. Ich habe ihn zunächst beschrieben ins Detail und bin dann darauf gekommen, dass er einfach aufgestanden ist, sich zurechtgemacht hat, ins Detail geplant und dann nicht damit gerechnet hat, am Ende des Tages da zu liegen. Für mich war das eine sehr sinnlose Aktion. Ich habe mich auch gefragt, wie wichtig es ist, so dafür zu kämpfen, vielleicht so heroisch zu sein. Für mich ist er schwebend, als wenn er so im Raum schwebt. Ich hätte es gern gesehen, wenn er auch einfach so davon geschwebt wäre. Für mich ist der Mann ganz klar tot, aber was ich sehe, ist eine Uniform, das Tuch, das polierte, ja, nahezu puppenhafte, zu schöne Auftreten, zu saubere Auftreten. Ich kann nicht glauben, dass er von einem Stier umgebracht wurde in einem dreckigen Kampf. Ich sehe diesen dreckigen Kampf nicht, aber ich sehe auch den Mann nicht. Ich sehe nicht, wer er ist. Ich sehe sein Auftreten, ich sehe seine Uniform, ich sehe seine Hülle. Aber ich kann mich nicht reinversetzen, wie er sich gefühlt hat, was er gemacht hat, dass er da steht. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil er ist tot und was da ist, ist halt nur noch sein schönes Auftreten. Aber trotzdem ist er nur tot. Er ist eigentlich nur einer von vielen. Elegant, perfektioniert, drapiert und glatt gepudert. Ordentlich und ohne Kampfspuren, doch an der Schulter hat sich ein Rinnsal von Blut gebildet. Ja, auf der anderen Seite ein Säbel oder Dolch, aber so ganz friedlich ist das auf keinen Fall mehr. Ich verliere mich nichtsdestotrotz im Glanz der perfekt polierten Lackschuhe und wundere mich, warum das Torero-Tuch verdammt nochmal nicht rot ist. Ein bisschen Schauspiel, denn es ist einfach zu perfekt. Steh bitte einfach wieder auf und nimm deine natürliche, stolze Haltung ein, ohne Stiere um den Verstand und um ihr Leben zu bringen. Zu schön, um zu sterben und zu tot, um lebendig zu sein. Die Perspektive auf den Torero macht mich unruhig. Die Beine sehe ich eher von unten und das Gesicht eher von oben. Ich will mich dazulegen, will wissen, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Oder hoffen, dass der Mann seine Augen wieder öffnet. Dieser Torero möchte mir die Romantik des heldenhaften Todes verkaufen, aber ich kaufe ihm den Schein nicht ab. Ein heldenhafter Tod im Kampf finde ich einfach nicht erstrebenswert. Er liegt alleine, stirbt einsam. Ich arbeite mich von seinem Kopf über den Torso hin zu seinen Füßen. Hinter seinem linken Arm wirkt es, als würde er an sein Bein hochgezogen und bin weniger Minuten kopfüber schweben. Es gibt mir den Eindruck eines ehrenvollen, ja eines Heldentotes. Gleichzeitig keine staunenden Leute, keine helfenden Hände, nur sein sterbender Körper. Also kein Held. Vielleicht tut sich unter seinen Beinen auch ein verschlingender Abgrund auf. Den Boden unter den Füßen wegziehen quasi. Ich stelle mir vor, wie seine Beine zu Boden gerissen werden und aufgrund der Verbindung von Bein und Bauch auch sein restlicher Körper hinab. Abfällt, bis das Blut nur auf dem Boden sichtbar bleibt und vielleicht noch die Fahne dort liegt, weil sein Griff erschlafft ist. Einmal drüber putzen, morgen kämpft der Nächste um sein Leben.